Dicke Luft in unseren Städten. Autos und Busse sind das Problem. Dieser Mann hat die Lösung. Peter Bronnenberg ist passionierter Tüftler und Ingenieur. Seine Idee? Alte Dieselbusse durch Nachrüsten sauber machen. Das Ergebnis verblüffend. Die giftigen Stickoxide, Bronnenberg nennt sie Noxe, werden unschädlich gemacht. Also es ist ein Nachrüstsystem bestehend aus Entblutern, Rußfilter und SCR-Katalysator zur Entstickung von Noxen. Und wir reduzieren die Nox um 98%. Das heißt, wir sind sauberer als alle derzeitig ab Werk lieferbaren Busse. Damit könnte praktisch die Hälfte aller herumfahrenden Busse in Deutschland auf einen Schlag sauber werden. Begeisterung bei Experten. Das ist der sauberste Bus Deutschlands, wahrscheinlich sogar der sauberste Bus der Welt. Dieses System ist unmittelbar anwendbar auf alle Dieselmotoren, nicht nur Omnibusse. Und mit 20.000 Euro pro Bus sogar bezahlbar. Wir haben uns vom Stadtrat 30 Fahrzeuge genehmigen lassen, sind 600.000 Euro. Und dafür bekommen Sie gerade einen Elektrobus. Paderborn ist chronisch klamm. Die Hoffnung liegt jetzt auf dem 500 Millionen Euro schweren Fonds für sauberen Stadtverkehr. Politik und Automobilindustrie hatten sich darauf nach dem Dieselgipfel verständigt. Doch das Bundesumweltministerium will Bronnenbergs Idee vorerst nicht fördern. Es setzt auf E-Busse. Bronnenberg findet, das sei zu früh. Teilweise müssen die Autos, die Busse, nach 15 Kilometer zwischengeladen werden. Wir haben eine Durchmesserlinie in Paderborn 30 Kilometer. Das heißt, auf der Hälfte der Strecke müssten die Leute aussteigen oder sitzen bleiben, Würstchen essen und das Auto würde geladen. Welcher Fahrgast will das schon? Keiner. Der Pionier aus Paderborn lässt sich nicht ausbremsen. Sein Motto? Nicht warten, sondern starten.